Hallo ihr Lieben. Ja, heute ist wieder Videodrehtag. Ich freue mich total. Ich darf nämlich gleich drei Videos heute drehen für euch. So viel hat sich hier angehäuft über die Feiertage. Und anfangen möchte ich, habt ihr schon gesehen, mit der Asian Spa-Linie von Art Deco. Wow, die sind so toll, die Sachen. Bekommen habe ich die von DRND. Da waren natürlich ganz viele von diesen Proben dabei und eine Originalgröße. Ja. Und zwar die Originalgröße Ginger und Goji Berry. Und die riecht ganz toll. Ich zeige euch die mal. Ich wollte euch nämlich zeigen, wie schnell die einzieht. Ich habe die schon ausprobiert. Für euch zeige ich das nochmal. So, nicht ganz so sparsam. Ah, das duftet. So, einmal verteilen. So. Schwuppsdiwupps. Weg ist sie. Also ich merke jetzt richtig, wie meine Haut von der Creme trinkt, von der Lotion. Und ja, jetzt ist sie schon komplett weg. Ohne einen Fettfilm zu hinterlassen, ist komplett eingezogen. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Und sie duftet himmlisch. Also wirklich absolut Wahnsinn. Ja, es gibt. Moment, wo habe ich mein Projektbuch? Es gibt immer ein Projektbuch dazu. Schaut mal, es gibt vier unterschiedliche Linien. Wir haben jetzt die Energy-Linie bekommen zum Ausprobieren, obwohl ich eigentlich der Harmonie-Typ bin. Ja, man kann dann nämlich testen, welcher Typ man ist. Den Link findet ihr bei mir auf dem Blog in dem entsprechenden Beitrag. Ich verlinke euch den hier unter dem Video. Dann könnt ihr selber ausprobieren, was ihr für ein Wohlfühltyp seid. Und welche von diesen vier Duftkompositionen zu euch am besten passt? Also, es gibt da einmal. Wo haben wir es? Steht doch hier drin. Genau. Den Ruhesuchenden. Bin ich eigentlich auch so ein bisschen, wenn ich mich regenerieren möchte. Aber war es wohl dann doch nicht ganz. Ja, das duftet zum Beispiel nach Neroli und Sandelholz. Okay. Was auch immer Neroli ist. Ich habe keine Ahnung. Hätte ich vielleicht vorher mal googeln sollen. Aber ich werde mich schlau machen und dann das auch auf meinem Blog nochmal in Erfahrung bringen. Und euch posten. So, riecht auf jeden Fall auch sehr, sehr toll, frisch, natürlich, richtig toll. So, dann gibt es den energiegeladenen Typen. Für die haben wir jetzt die Originalprobe. Die riecht ganz toll. Du sprühst vor Energie und liebst die Abwechslung, steht hier. Ja. Wer mag denn keine Abwechslung? Okay. Das Tolle ist, hier hinten stehen noch mal die Sachen drauf, was es alles davon noch gibt. Es gibt ja nicht nur diese Body Lotion, nein, es gibt da Duftkerzen, es gibt Reinigung, also ja, Duschgel, sämtliche Sachen, Handcreme. Finde ich Parfum. Ja, also die Duftkerzen werde ich mir auf jeden Fall zu meinem Typ, zu dem kommen wir jetzt. Ich zeige den euch. Das ist mein Typ, mein Harmonie-Typ. Da werde ich mir definitiv die Duftkerze holen. Ich liebe diesen Duft. Und man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man diese Body Lotions verwendet. Also bei dem hier ist es auf jeden Fall so.
Man braucht kein Parfum mehr, weil einfach der Geruch intensiv ist. Es sind tolle Gerüche, aber einfach so intensiv, dass man kein Parfüm mehr verwenden sollte. Also das ist jetzt der Harmonietyp mit Liang Liang und Patchouli. Duftet unglaublich toll. Ja, und was haben wir noch für einen Typen? Die natürlichen Typen haben wir noch. Da. Der verwöhnt mit weißem Lotus und Reismilch. Oh, Wahnsinn. Den hatte ich schon mal in der Bloggerbox. Da hatte ich eine Originalgröße. Ja, habe ich verschenkt. War nicht ganz mein Duft. Aber der Beschenkte hat sich gefreut. Oder die Beschenkte hat sich sehr drüber gefreut. Ja. Okay, also, das waren die vier Typen. Ich habe hier auch mal. So sieht dieser Bogen nachher im Internet auch aus, wo ihr rausbekommen könnt, was für ein Typ ihr seid. Da kann man so ein paar Linien nachfahren und landet irgendwann an seinem Wohlfühltypen. Ich würde euch trotzdem empfehlen, einfach alle mal zu probieren, auszuprobieren, weil die riechen unglaublich gut. Bei mir hat es zufällig wirklich gepasst vom Duft her mit dem, ja, mit dem Patchouli und dem Yang Yang. Aber man kann ja nie wissen, vielleicht ist ja doch ein Duft dabei, der einem noch ein bisschen besser gefällt. So, das war es erstmal von mir. Ich muss jetzt noch zwei weitere Videos drehen, also nicht wundern, nein, die kommen nicht alle heute online, aber in den nächsten Tagen. Und zwar werde ich euch zeigen, wie ich mein Augen-Make-up gemacht habe. Mit welchen Produkten. Ja. Und ich werde meine Bloggerbox auspacken. Ich habe sie natürlich schon ausgepackt, aber. Ich packe sie im nächsten Video für euch aus und erzähle euch ein bisschen was zu den Produkten. Also, bis dann, schaltet euch rein oder abonniert mich einfach. Oder kommentiert, kommentiert, kommentiert. Ich antworte auf alle Fragen, fast alle Fragen. Okay, also bis zum nächsten Video. Ciao.